Ja, liebe Leute, da sind wir auch wieder zurück und da haben wir noch unseren Chris, den Chaos-Lokführer. Wir haben hier die Lok, die eingesperrt ist von den ganzen Wagen. Die müssen wir jetzt gerade irgendwie wegziehen, damit die Lok hier wieder rauskommt. Und ja, Chris, bei dir steht's. Wir haben ja drei Loks. Welche willst du denn für die Rescue-Mission auswählen? Ja gut, es ist eine schwierige Entscheidung, weil alle drei Loks hier, die haben schon was Schönes an sich. Wenn ich jetzt hier die zwei ansehe mit der Holzverkleidung, Holz hier, die Messingbeschläge, alles wunderschön. Aber ich denke mal, die Tiger, die wird wahrscheinlich den Job eher erledigen. Okay, ist auch die stärkste von den dreien. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, du bringst sie mal in Position, weichen darfst du selber legen. Da vorne musst du schauen, ob das passt. Und dann musst du eh auf das Gleis, wo ich jetzt gerade stehe, also vorziehen, dann auf das Gleis mit der Retour und dann an die Komposition ankoppeln, die wir jetzt gerade abgestellt haben. Ja, wo bleibt die Pfeife? So, wo ist sie? Ja. Nice. Mein Arm steckt im Glas fest. Auch geil. Die Leute, ich glaube ja, Chris wird eine Weiche übersehen und wird den Gleisen mit der Lok. Hallo. Schau mal ihn doch mal zu. Kann mal nicht helfen. Nein, scheiß. Ja. Scheiß. Wie ich es gesagt habe. Nice. Das war schön. Aber nicht. Oh doch, samt den. Oh nein. Samt dem Tender. Nein. Nein. Ja, das darfst du jetzt mal selber machen, damit du es mal gemacht hast. Stell sie mal wieder auf. PS, mach es auf dem geraden Gleis. So, ich mal. Kommen wir da hin. Kommen wir. Nee. Falsch rum. Hallo? Du bist ja wurscht, wenn es falsch rum ist. Da hat es ein Dreieck hier. Da kannst du dann so wenden. Er probiert das gar nicht mit dem Drehen. Das hat auch vorher schon nicht funktioniert. Ja, okay. Ja, kleiner Tipp: Prüf immer die Handbremse. Bei so einem Wagen machst du einen Abflug. Die ist fest. So. Richtig, jo, super, ist richtig. Okay, und jetzt nur die Kupplungsstange vom Tender aktivieren. Genau. Und jetzt mit der Lok zurücksetzen. Und dann bei der Lok mit dem Rechtsklick nach unten die Stange durchdrücken. Ja, da geht noch ein bisschen was. Und wenn du das Klonk hörst, dann ist sie gekoppelt. Na, ich glaube, ist er. Ja, das kannst du testen, indem du einfach nach vorn fährst und wenn der Tender mitkommt, dann passt's. Ja, halt. Boris. So. Vorne. Was?
Erst die Bremsen gelöst? Ja. Hallo? Ja, danke. Ah, du hast nicht richtig gekoppelt. Fahr nochmal zurück. Weil du hast die Stange noch bei der Lok drin gehabt. Das geht natürlich nicht. Komm schon. Ich brauche manchmal ein bisschen mehr Schub. Weiß nicht, was das ist, aber da musst du einfach manchmal mehr Gas geben. Ich schon auf 30. So. So, jetzt solltest du gekoppelt sein. Gut, so. Schauen wir. Ne, so schnell war die jetzt auch noch nicht. Jo. Okay. Welches Gleis muss ich denn jetzt? Das hier. Nee, auf das linke da. Das hier. Wo ist er? Da. Adjust erstmal, dass alle Weichen richtig sind. Und du musst die Lok jetzt sowieso erstmal wenden, dass die andersrum steht. Sprich, da ist jetzt hier ein Gleisdreieck. Das musst du einfach mal komplett abfahren, damit du andersrum stehst. Weißt du, was ich meine? Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss da hinten bis hinter die nächste Weiche und dann da hinten rüber. Ja, also einmal das Dreieck abfahren. Hab wie gesagt, achte auf die Weichen, weil sonst passiert das gleiche nochmal. So, da. Die kannst du nicht auffahren. Licht, Licht, gut. Ah, ist irgendwie schön, so ein Raywards Online-Leuting zuzugucken. Ey, bei mir hat es 200 Stunden dauert, bis ich da drin war. Also. Und die Pfeife schon wieder vergessen. Schande über dich. Oh. Das macht man heutzutage nicht mehr. Ja, natürlich gibst du eine Pfeife ab, wenn du losfährst. Beim Rangieren. Nein, gibt es nicht mehr. Also bei uns macht man das noch. Also rein für die Wachsamkeitskontrolle, damit jeder mitkriegt, dass sich da was bewegt. Ja, wie? Habt ihr keinen Funk? Es gibt Leute auf den Schienen, die das vielleicht gerade nicht haben. Und wenn die gerade irgendwann am Wagen stehen, dann macht es schon Sinn, dass du eine Pfeife abgibst. Also in der Schweiz müssen sie einmal kurz pfeifen, wenn sie losfahren. Also gerade im Rangierbetrieb. Nö, sowas haben wir nicht. Also hier in Deutschland. Hier beim Rangieren, wir sagen nur Fahrdienstleiter Bescheid. Du, ich sitze folgendes so und so, ich möchte gerne da und da hin. Jo, darfst da hinfahren? Ich darf da hinfahren. Jawohl, das ist richtig. Und dann wird es gemacht. Okay, dann hier historisch, jedes Mal, wenn du losfährst, einmal die Pfeife betätigen. Wie ich die Weiche dann. Also das könnte jetzt dauern, bis der Chris wieder da ist. Der muss jetzt hier einmal das Dreieck abfahren. Währenddessen... Oh, das ist hier schon gelöst. Und die Bremse ist angelegt. Braucht man eigentlich eh nicht mehr so viel tun. Wir können aber schauen, dass wir vorne bei der Weiche frei sind, damit der Chris da reinfahren kann. Und das ist sie auch. Sprich, wir werden die hintere Weiche dann mal ändern. Oh, Lokien schaut uns gerade zu. Hi, Lokien. Ey, yo. So, geht doch.
Ach nee, das ist ja falsch, was ich da gemacht habe. Wir müssen ja so fahren. Okay, also meinerseits ist alles richtig. Du musst erstmal richtig wenden. Yeah, still playing this. It's one of my favorite games. Ah ja, that's the plane in the background. Once again. Ah ja. Oh, and there's Chris. Back there. Bist du schon entgleist? Nein. Ich bin mal so frei und tue die dritte Weiche für dich stellen. Legen. Entschuldigung. Nee, das ist ja falsch. Er muss ja dann noch links. Ah, das. Aber das ist Wahnsinn, wenn ich überlege. Heutzutage Handweichen. So viele haben wir da tatsächlich gar nicht mehr. Er kommt davon, wo du hingehst. Also bei uns gibt es schon noch einige. Ja, bei uns nur in manchen Bahnhöfen. Das Schöne ist bei uns im Lokorama, wir haben das alte Stellwerk von Romanshorn und es gibt noch eine Weiche, die mit dem alten Stellwerk noch verbunden ist. Das ist die, was ins Lokorama reingeht. Ist noch irgendwie nice. Der Rest ist natürlich voll automatisiert. Ja, bei uns das meiste ist auch schon entweder elektronisches Stellwerk oder Bahnhofstellwerk. Aber dann gibt es doch noch so ein paar Weichen, die müssen auch wir von Hand noch umlegen. Ja, einmal bei uns in der Tankstelle zum Beispiel und Bahnhof Holzminden, unsere Abstellung. Dass da reinkommen, das sind eigentlich hauptsächlich elektronische Weichen, nur nachher tatsächlich die Abstellgruppe. Das sind Handweichen. Ganz ein kleiner Hinweis, wenn du jetzt da aufs Hauptgleis wieder raufkommst, also die nächste Weiche musst du garantiert wieder umlegen, die ist falsch. Also da Achtung. Und danach kannst du einfach geradeaus fahren und dann kommst du eh schon zu der Komposition, die wir befreien wollen. Mhm. Ich will das mal hier kontrollieren. Ja, ist alles richtig. Okay, ja. Rauf mit dir auf die Hauptstrecke. So. Ah, ich wünschte, ich könnte zoomen. Okay, das ist creepy. Ein Teil der Lok ist gerade bei mir verschwunden. Lol. Schönes ein, die Deutsche Bahn, wo die bei uns in Holzminden noch engagiert hat, ja. Die hat wohl innerhalb von 2 Wochen 3 Loks da in den Dreck gesetzt. Inwiefern?
Pass auf, diese Handweichen. Du musst ja eigentlich gucken, dass die richtig liegen. So. Ja. Ja, die haben das halt nicht gemacht. Also nicht mal, also nicht die Lage überprüft. Und ja. Ich sag mal so, zwei aufgefahrene und eine spitzbefahrene Weiche. War nicht ganz so geil. Da lagen dann mal eben drei von den 80 Tonnen Loks im Dreck. Ja, viel Spaß, ne, beim Abräumen. Mach mal langsam, ne? Ich muss die Kupplungsstange bei dir hochziehen, bevor du hier ankuppeln kannst. Okay, die ist oben. Ja, dann kannst du mal ankuppeln. Was? Fluss? I hate these Twitch ads. Ah, did you get some ads right now? I'm sorry for that. Was soll ich use Adblocker? All of the ads. Six of... What? Six ads? Okay. Ad. Chris, Meter noch. Komm, weiter noch. 30 Zentimeter. Ist gut. Okay, bleib mal kurz da. Weil dann kannst du gerade mal komplett rausziehen. Und ich fahre mit der Lok hinterher. Damit die mal befreit ist. Oh, das ist angezogen hier. Ja, eine Handbremse hatte ich das letzte Mal angezogen. Okay, und da ist die Kupplung getrennt. Die Lok ist jetzt hundertprozentig kalt. Mal einfallen hier. Wo du gerade sagst, kalt. Ja. Ja. Heavy, give us one like free. ja, ich bin bereit. Du kannst eigentlich die ganzen Wagen wegziehen, damit ich raus kann. Mach's aber langsam, ne? Nein! Scheiße! Nein! Fuck! Oh, nee. Bleib stehen. Ich kuppel an und zieh bei mir zurück. Okay, hält sich in Grenzen, sind nur zwei Wagen. Shit. Ja, bis du es Kuppeln. Kuppeln übernehmen. So, also, eine Kupplung immer vorbereiten, dass der Ring und der Stift drin ist und die andere frei ist, ne? Mhm. Und wenn du dieses Tutorial hörst, dann hat es funktioniert. Muss mir einfach sagen, was ich tun soll. Ja, gerade erstmal nichts, alles gut. Entgleisung Nummer 3. Aber das war meine Schuld, weil ich bin ein bisschen zu schnell aufgefahren.
Wie ist die Lage? Ja, Sekunde. Hier erstmal die angezogen. Okay. Jetzt hier nochmal. Also immer noch auf einer Seite die Kupplung vorbereiten, ne? Ich weiß. Na. Würdest du hier jetzt den Haken nicht einlegen? Egal, versuche ich es an einen anderen. Also den Haken kriegst du mit Rechtsklick nach unten rein. Naja, den anderen. Den Haken, war nicht den Bolzen. Ach so, das ist mit Linksklick. Ja, macht er hier nicht. Hallo. Es kann ja sein, dass er es nicht macht, wenn der Abstand zu gering ist zwischen zwei Wagen. Also hier ist über eine Wagenlänge zwischen. Fast zwei. Bin ich doof? Okay. Yeah, sure can do that. Just ping me. After work in the morning, but after that, I'm free. We have a show in the late afternoon at 8 p.m. But between that, feel free to contact me. Sorry, das ging gerade am Log hier. Ja, warte. Bravo, wie viel Blatt hast du nun nach hinten? Meter? Ja, nimm die mal. Okay. See you soon. Have a good night. Also für YouTube, ne? Ich habe gerade mit Larkin geredet. Das ist ein Moderator von Furry FM und kommt aus England. Er kann zwar Deutsch, aber im Englisch ist ein bisschen besser. Chris, was machst du da vorhin? Ich versuche hier den Haken einzulegen. Der will den Haken nicht einlegen. Partout nicht. Ich komm mal. Also. Wo hast du jetzt dein Problem? Hier vorne an dieser Stelle. Ich will den Haken einlegen, macht er nicht. Doch, ist drin. Hä? Doch, bei mir wird er nicht angezeigt. Hä? Bei mir wird er gar nicht angezeigt. Da. Ja, das ist jetzt. Ja, die Kupplung ist jetzt da fertig. Der Ring und der Stift ist drin. Okay. Die ja, ist frei. Mir wird der Ring gerade nicht angezeigt, darum. Das passt auch hier. Sprich, also hier musst du einen Stift reinmachen, auf dem Wagen hier. Mhm. Und. Ja, gut, wir das haben. Die Kuppel. Ja, genau, und auf den Wagen musst du den Stift reinmachen. Hier ja. Und bei dem Wagen da unten. Mhm. Und bei dem hier. Hier müssen wir gleich die Kuppelstelle einmal überprüfen. Das sieht nicht gut richtig ja, aus. Die müssen wir auseinanderziehen, weil die kriegst du so nicht gekuppelt. Ja, okay. Gucken wir gleich. Also, hier Stift rein. Und hier Stift rein. Ja, komm erstmal hier hinten hin. Dann mache ich hier. Gut. Ja, also das ist jetzt gerade, ja, zwei Wagenlängen. Ich mache langsam und du erzählst einfach runter. Okay. Schau ich mal kurz, bis der Lok geht. Ja, die braucht Holz. Okay, Bremse mal gelöst, ich roll. Mhm. Langsam. Gut, eine Wagenlänge. Gut. 3 Meter, 2,
1, stopp. Jo, gut. Warte. Was ist Klonkgeräusch gehört? Ja. Gut. So, dann jetzt wieder langsam zurück. 5 Meter. Zurück. Ja. Nee, nee. In meine Richtung meine ich. Vor. Also mein Zurück ist dein Vor. Ja, okay. Moment. Okay. 3, 2, 1, stopp. Gut. So, jetzt einen Moment. So, jetzt zieh nochmal auseinander. Ah, halt, warte. Wo du machst. Hab ich die gelöst? Ja, okay, ist gelöst. Na? Okay. So, stopp. Und wieder ran. So, dann. Ja, halbe Wagenlänge. Und 5, 4, 2, 1 Meter hast du noch. Stopp. Gut. Sind wir wieder komplett? Wir sind wieder komplett. Ich guck gerade nochmal. Doch, die ist gelöst. Die ist gelöst. Ich löse mal die Bremsen. Schauen, was passiert. Okay. Kannst du ganz vorsichtig dann wieder ziehen? Warte, jetzt hat die kein Holz mehr. Ach ja, die Manöver auf einer kleinen Schmalspurspahn. Also ich mach nichts, ich lass mich einfach nur ziehen von dir. Ja, mach aber nicht zu schnell, weil du darfst gleich wieder anhalten. Oh nee, scheiße, ey. Schon wieder? Ja, bremst du mal ab. Ja, das ist immer der hier vorne an der Lok der Zughaken. Ist es schlimm? Ist nur ist wie gesagt nur an der Lok das. Okay, nächste Gleis. Okay, weißt du was? Dann drücke ich einfach mal von hinten. Und du darfst dann wieder reindrücken. Ich muss es nur so weit drücken, dass ich hier über die Weiche komme, die was hier ist, damit ich dann weg kann. Mhm. Ja, also, fahr mal nach hinten. Und du kannst dann. Beziehungsweise ich fahr gleich los wie ich, dann kannst du beobachten, ob ich entgleise. Ich mach's einfach ganz langsam. Okay, also ich fahr jetzt dann. Ein bisschen zurück wieder. Ja, fahr gleich okay. Los wie ich. Ja. Okay, meine Lok, die ist noch okay. Gut. Ich fange jetzt langsam zum Schieben an. Und. Gucke, wenn ich sehe. Ich fahr. Ja. Ganz langsam. Einfach, dass du nicht im Weg stehst. Ich fahre auch. Schaut bis jetzt ganz gut aus.
Also siehst du es, wie es auf dich zukommt? Ja. Okay. Es kommt auf mich zu, ich bewege mich weg. Ich bin jetzt gleich bei der Weiche. So, ein bisschen noch. Bisschen mehr. Okay, ich halte dir an. Mhm. Fuck. Abgerissen? Ja. Aber okay, nur einer. Macht nichts. Okay, das macht nichts. Die, ich die Hand wollen gerade so ziehen. Nein. Lass. Ja, nur von den letzten zwei. Es ist nur ein Wagen umgekippt. Ja, okay, es sind zwei. Ortst du gerade nicht? Die sind gerade so schön langsam hier hinten hingekullert. Ja, die werden schon alleine auf die. Aber die zwei sind hier weg. Ach du Scheiße, die sind entgleist komplett. Ah. Gut, warte mal, bevor ich das mal wieder aufgleise, weil ich die Lok umsetzen aufs richtige Gleis. Oh Mann, was für eine Übung. Schön, dass es dir auch passiert. Ja, nicht nur einmal. Also je länger der Verband ist, umso schlimmer wird's. Okay, jetzt gehe ich das schon mal aus dem Weg raus. Sind die Weichen da noch richtig? Da, oder anhalten. Oh shit. Okay, also ich setz mal kurz die Lok um, während du dich um den Rest kümmerst. Okay, das passt jetzt. Ach ja, an der Physik müssen sie hier noch arbeiten. Das passt. Warte mal, wie steht denn die andere Lok? Bin ich mir gar nicht sicher. Will ich das so machen? Ach ja, machen wir das einfach mal so. Wir werden jetzt mal zurücksetzen. Dann machen wir da einen kleinen Verband draus, wenn wir den anderen Zug retten wollen. Das ist groß jetzt. Was ist auch nicht mehr. Oh, scheiße, der Lok blockiert das. No, bei deiner Lok ist die Bremse nicht angezogen. Was? Ich bin drauf. Ach so, okay. Ich dachte mir schon, warum rollt die jetzt auf einmal? Alter. Bravura. Okay, ich tue dich mal kurz koordinieren fürs Ankuppeln da hinten. Damit man das aufs Abstellgleis bringen können. Ja, erstmal hier vorne.
Ja, du brauchst eigentlich mal nur schieben erstmal. Das hast du vorbereitet. Ja, gut, dann. Frei. Dann machen wir. Machen wir es ein bisschen ganz anders. Warte. Ich glaube, das passt noch. Ja, dann, schieb mal. Also nur ein bisschen. So 3 Meter. Zum ersten Mal kuppeln. Ja, na, 5 Meter. Und danach weiterschieben, aber schön langsam. Passt. Weitermachen. Mhm. Gut, passt. Weitermachen. Ja, mache ich. Anhalten. Sofort anhalten. Was jetzt? Weiche ist falsch. So, kann wieder weitergehen. Aber langsam. Okay. Also, du machst da hinten gleich den Bremser. Nee, du musst bremsen, aber du fährst erstmal hier rein. Ich bin nicht angekuppelt. Ab wo? Wo bist du drin? Ja, mach mal langsamer. Langsamer. Eine Bremse an. Leg eine Bremse an. Bremse mal Vollgas. Ich bin nicht gekuppelt. Ich bin nicht gekuppelt. Ach. Hallo. Ach, der ganze Verband ist nicht gekuppelt. Okay. Nee, das ist. Wir schieben. Ich schieb den jetzt gerade nur rein. Du musst also quasi eine Handbremse anlegen. Bist du. Ist auch okay. Muss trotzdem jetzt hinterher. Schieb mal weiter, ja. Also die Bremsen sind angelegt, aber schieb mal. Ist gut, kannst aufhören. Okay, dann machen wir hier die Kupplung lösen. Und dann werden wir bei dir ankuppeln. Und den Rest auf das andere Gleis schicken hier. Bis nach oben. Komm mal her zu mir. Gut, zieh weg. Ja, sehr gut. Weiterziehen wie Stoppsack. Jetzt erstmal wieder. Oh nee. Ich bin wieder getrennt. Ja, hier vorne die Chris. Kupplung, die reißt in. Der Gleisbogen, der ist so eng. Mach weiter, fahr weiter. Der bringt ja nichts, wenn ich nicht angekuppelt bin. Scherzkeks. Vorne mehr. Nehmen wir es weiter. Ja, hat sich gebracht. Stopp, warte mal. Nee. Warum macht er das jetzt nicht?
Ja, fahr mal ein bisschen nach vor. Jetzt müsste. Nee, mach den weiter davor. Gib Gummi. Ja. Ja. Nee, er macht's nicht. Warte. Er möchte nicht mehr kuppeln. Warte, ich setz noch mal neu an. Ah, okay, warte mal. Ja, jetzt fahr nochmal her. Ja, man muss es echt vermeiden, dass man die Kupplung vorne verbindet. Er macht's aber trotzdem nicht. Okay, setzen wir zurück. Jetzt wollen wir mal ganz kurz cheaten und holen uns eine andere Lokomotive, die das kann. Und zwar die Lok Nummer 5. Also das ist ein known bug, liebe Leute. Sollen wir die mal davor setzen? Nur temporär. Können wir hier den Zug wegkriegen? Also die ganzen Wagen hier. So, du bist schon da vorne? Ja, ich bin schon vorne. Schau ich nochmal, ob ich kuppeln kann. Das passt. Sollen wir hier mal kurz ranfahren? Du kannst aber die Weichen hier stellen. Warte eben. Ich will wieder zu dir hinkommen. Ja, das hat jetzt funktioniert. Einfach nur, dass sie aufs andere Gleis kommen. Ja, ich muss erst zu dir hinlaufen gerade. Nein! Was jetzt? Oh, Spiel, du willst mich verarschen. Sei jetzt nicht das auch abgerissen. Es ist nur ein Wagen, Gott sei Dank. Ein Gleis sogar. Okay. Wow, was eine Übung. Okay, so. Ich hätte nicht so. Also, der ist die Weiche jetzt aber nicht gestellt, ne? Ich hab noch nichts, ne? Ich muss erstmal hier wieder ankuppeln. Das reicht noch nicht. Ich brauche dich mal als Lotsen. Okay, der erste ist drin. Na komm. Okay, ich werde jetzt mal ganz vorsichtig Gas geben und hoffen, dass nichts passiert. Falsche Richtung. Gelöst ist alles. Naja. Die hier war fest. So. Die beiden sind jetzt hier gelöst. Die waren gerade fest. Okay.
Gut, reicht schon. Oh. Du bist ja quasi auf das Gleis, wo jetzt gerade nix ist. Gerade nix ist, wo wir dazwischen sind. Warte kurz. Ist das die richtige Weiche? Ja. Ah, nee. Ah, nee. So. Ja, komm. Okay, dann kannst du schon wieder zurückkommen. Lass mal rollen. Bis vorm Bock. Ja, so halbwegs. Ich glaube, das reicht schon. Ja, gut. Dann stopp. Gut. Einmal abkuppeln und jetzt wollen wir den mal kurz umsetzen. Auf das hier. Dann darf der da erstmal stehen bleiben als Rangierlok. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch unseren Zug retten. Aber das erst in der nächsten Episode. Wir sind schon wieder bei über 45 Minuten. Liebe Leute, es kommt jetzt die Pause und auf YouTube geht es dann gerade weiter auf der Playlist. Also, bis gleich.